Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary. Wir starten mit Mittwoch und sind beim 23.01. Bei mir gab es da in der Schule ein Roggenbrötchen, das habe ich bestrichen mit Avocado und Käse, ihr kennt es mittlerweile, denke ich. Und dann habe ich noch so ein Brot, also zwei Scheiben, ich glaube das war Kürbiskern, Kartoffelbrot aus dem Aldi. Zwei Scheiben bestrichen mit Frischkäse, das war dann so mein Frühstück und mein Mittagessen. Und dazu gab es dann noch einen Apfel. Und als ich am Nachmittag zu Hause war, habe ich mir so eine Schüssel Naturjoghurt gemacht. Das war einfach nur Banane, Honig und Zimt, glaube ich. Dann einfach ein bisschen Naturjoghurt und so gepufften Dinkel. Kennt ihr mittlerweile auch schon. Wir hatten nur nicht mehr so viel Obst da, deswegen gab es da bloß geschnittene Banane rein. Ging dann auch am schnellsten. Und genau, dazu habe ich eine Teekanne getrunken mit Blueberry Muffin und türkischer Apfel. Und danach gab es noch eine kleine Mandarine. Am Abendessen habe ich mir dann einfach ein bisschen Gemüse gedünstet. Das war Brokkoli, Blumenkohl, Paprika, dann sind noch Möhren dabei. Und dann gab es noch Erbsen dazu. Dann habe ich ein bisschen Käse dazu geschnitten und das dann alles zusammen auf einen Teller gepackt. Ich habe auch dabei noch Champignons angebraten in der Pfanne. Die gab es dann noch dazu, dann einfach noch mit ein bisschen Gewürz und dem Käse. Und das ist ein super leckeres Abendessen. Und das gab es bei mir dann am Mittwochabend. So, mein Abendessen war heute sehr lecker und ich habe mir jetzt Mittagessen für morgen gemacht. Ihr habt es vorhin vielleicht schon gesehen, ich habe ein paar Tortellini gekocht mit Spinatfüllung. Dann habe ich noch ein bisschen Spinat und Champignons in die Pfanne gegeben. Dann die Nudeln dazu mit ein bisschen Butter noch alles angebraten und so. Also die Pilze und dann noch ein bisschen Butter schmelzen lassen, damit es einfach ein bisschen Geschmack bekommt, Salz, Pfeffer dran, ein bisschen Muskatnuss, glaube ich, Parmesan, ein bisschen Frischkäse und Milch. Genau, und das ist jetzt quasi so eine Soße ein bisschen draus geworden. Dann habe ich jetzt die Hälfte davon hier in meine Brotbüchse gegeben. Das wird dann mein Mittagessen morgen sein, ein bisschen Gouda noch oben drauf geriebenen. Und die zweite Portion gibt es dann am Freitag. Genau. So, einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt seht ihr ein bisschen Überlichtung. Ich muss mich entschuldigen, bin ein bisschen erkältet, deswegen, ja, sorry für die Stimme. Ich wollte euch schnell mein Essen für heute zeigen. Heute ist Donnerstag, 24.01. Ich habe mir hier mein Frühstück vorbereitet. Das ist einfach ein Brötchen und mit Avocado und Käse belegt. Ich glaube, das ist aus dem Kaufland. Irgend so ein Dinkelbrötchen, keine Ahnung. Dann gibt es dazu noch einen großen, leckeren Apfel und eine Mandarine. Und zum Mittagessen habe ich mir, Tortellini, habe ich euch, glaube ich, gestern schon gezeigt. Das wird heute beim Mittagessen sein. Und eben mein Frühstück, beziehungsweise noch so ein kleiner Snack am Nachmittag. Das packe ich mir jetzt ein und dann mache ich mich auf in den Kindergarten. Da ich nach dem Mittagessen noch so einen kleinen süßen Zahn hatte, gab es dann bei mir als Nachtisch noch diesen Chocolate Pudding von Ermann. Der ist jetzt irgendwie total im Trend. Den habe ich im Netto gefunden und habe den da auch gleich mitgenommen und den auch gleich probiert. Der war auf jeden Fall richtig lecker. Der hat mir so ein bisschen geholfen, meinen süßen Zahn zu stillen nach dem Mittagessen. Und als ich dann am Nachmittag zu Hause war, so gegen 16:30 glaube ich, gab es dann ein Ferrero Rocher und ein Ferrero Küssen. Dazu habe ich mir noch eine Tasse Tee gemacht. Und ihr seht schon, ich war fleißig am Basteln. Mein Freund wurde nämlich am 24.18. Und da habe ich ihm so eine kleine Geschenkpackung gemacht. Also so eine riesig große Kiste, wo 18 lebenswichtige Dinge für ihn drin sind. Und ihr seht schon, also alles Mögliche dabei. Chips, ein bisschen Alkohol, Socken braucht man irgendwie immer. Dann so eine Gummibärchenpizza, Trockenfleisch, Jellybeans. Dann habe ich so einen kleinen Hinweis immer auf die Geschenke draufgeschrieben, die hübsch eingepackt. Das war ein sehr schönes Geschenk. Und am Nachmittag gab es dann bei mir, ihr seht schon, noch ein bisschen Paprika und Birne. Und wie gesagt, einfach diese Tasse Tee dann noch dazu. Zum Abendessen habe ich mir dann ein bisschen was Proteinreicheres gemacht, weil ich Sport gemacht habe davor. Und da gab es bei mir Quark und Kartoffeln. Ich habe dann auch den ganzen Quark gegessen, das sind 150 Gramm. Mit, ihr seht, ein bisschen Gemüse, einfach Radieschen, Tomate, saure Gurke und normale Gurke. Und das esse ich super gern nach dem Sport. Und das war dann mein Abendessen am Donnerstag. So, einen wunderschönen guten Morgen euch Leute, es ist Freitag endlich, ich bin so happy, die Woche war so anstrengend, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin einfach so froh. Ich habe mir jetzt Frühstück und Mittagessen zubereitet und zwar gibt es heute im Kindergarten wieder, oder zum Frühstück, Porridge mit Leinsamen, heute mal ohne Chiasamen.
Ich hoffe, ihr hört mich wegen der Zahnspange. So vielleicht etwas besser. Dann noch Zimt, bisschen Honig und ein bisschen Birne obendrauf und einen Schuss Milch, wie immer eigentlich. Dann habe ich zum Snack noch eine Mandarine und einen Apfel. Und falls ich den süßen Zahn mit dem Apfel nicht bekämpfen kann, gibt es hier noch eine Tafel Mulsaröd in 75%, glaube ich. Und dann noch ein Duplo. Mal gucken, ob ich beides esse. Ich glaube, ja, eins von beiden. Und zum Mittagessen gibt es dasselbe wie gestern. Einfach noch die restlichen Tortellini mit Spinat und Pilzen. Obendrauf noch ein bisschen Käse. Genau. Und zum Frühstück gibt es dann auch noch zwei Tees. Und zwar einmal Blueberry Muffin, einmal Ingwer. Kurkuma sieht man jetzt leider nicht so gut. Doch, jetzt. Yes. Genau. Das wird heute einfach so mein Essen sein. Ich hoffe, der Tag wird schnell zu Ende gehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video seht. Und ich mache jetzt mal los. Abendessen gab es dann bei mir einfach eine halbe Scheibe Roggenbrötchen. Das ist quasi links, da habe ich schon reingebissen, konnte mich wahrscheinlich nicht gedulden. Mit Avocado und Ei und rechts ist es einfach noch so eine Scheibe von diesem Kürbiskern-Kartoffelbrot mit Avocado und noch ein bisschen Käse. Dazu gab es noch Radieschen und Tomate, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Gemüse, als jetzt dort liegt, aber ich nasche die Hälfte immer vorher. Und dann bin ich abends dann zu meinem Freund gegangen und am nächsten Tag gab es dann morgens, wie eigentlich immer bei ihm, eine große Schüssel Porridge, Haferflocken mit Zimt, dann noch ein Apfel oben drüber und eine große Tasse Tee. Und Gott, wie süß sind diese Welpen. Niedlich, oder? Oh, voll rausgefallen. Ja, danach habe ich für ihn, ich bin dann nach Hause gefahren und wollte eigentlich den Kuchen schon eher gebacken haben, weil er schon Geburtstag hatte. Aber ich habe es nicht geschafft, weil ich mit dem Geschenk beschäftigt war. Deswegen habe ich den Kuchen dann am Samstagnachmittag bei mir zu Hause noch gebacken und den dann abends mitgebracht. Und dementsprechend gab es bei mir auch kein wirkliches Mittagessen, weil ich habe die ganze Zeit beim Kuchen genascht, vom Teig und dann auch vom gebackenen Kuchen die Reste noch. Sehr viel, also wirklich, ich konnte mich da null beherrschen. Das war so ein Schokokuchen, der war richtig lecker. Ihr seht ja, was draus geworden ist. Ich bin relativ stolz auf mich, aber es hätte auch besser sein können, weil der dann innen drin relativ trocken war am nächsten Tag. Auf jeden Fall habe ich davon relativ viel genascht, deswegen war ich dann auch sehr, sehr satt. Und zum Abendessen war ich dann bei seinem Geburtstag eingeladen, wie gesagt, mit seiner Familie. Und da gab es so ein bisschen Fisch, also gebackenes, frisch gebackenes Brot mit so einer Fischplatte. Also ich habe da Lachs gegessen und Garnelen gab es noch und dann habe ich noch ein bisschen Sushi gegessen und Gemüse. Also es war auf jeden Fall ein sehr leckeres Abendessen und danach gab es noch ein paar Pistazien und Flips zum Abend, also als Snack. Und da habe ich auch ein bisschen was von gegessen und das war dann so mein Essen am Samstag. Einen wunderschönen guten Morgen euch. Ich habe mir jetzt mein Frühstück gemacht. Es ist wieder mal Montag. Es gibt Kürbiskernbrot. Nee, Kürbiskernkartoffelbrot aus dem Aldi. Mit Avocado und Käse. Also zwei Brote davon. Und dann habe ich hier wieder dieses Dinkelbrot aus dem Rewe mit Frischkäse, auch zwei Brote. Dann noch ein bisschen Paprika, eine Mandarine und einen Apfel. Genau, ich habe heute bis um 3 Schule. Ich hoffe, das reicht für mich. Ich denke schon. Jetzt ist es 5.58 Uhr und ich mache jetzt los zum Bus, wenn ich mich dann angezogen habe. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns später wieder. So, ich bin jetzt aus der Schule zurück. Draußen ist richtig herrliches Wetter. Die Sonne scheint total richtig schön. Ich habe mir jetzt hier einen Tee gemacht, also eine ganz große Teekanne mit türkischem Apfeltee und Ingwer Kurkuma. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Zitrone mit reingedrückt und mir das in eine Tasse gegeben. Ich hoffe, die Kombination schmeckt. Und jetzt gibt es so einen kleinen Nachmittagssnack und zwar einfach ein bisschen Naturgurt. Also nicht ganz 250 Gramm, ich denke so 150, 200 Gramm. Mit Leinsamen, ein paar geschroteten. Ein ganz kleines Stückchen zerdrückter Banane. Dann ist noch ein bisschen restlicher Apfel von der Schule heute dabei und ein bisschen gepuffter Dinkel. Und es ist noch dabei ein bisschen Studentenfutter, ein paar Erdnüsse, ein paar Mandeln und ein paar Rosinen. Das ist hier noch unten drunter. Genau. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Und das ist mein Nachmittagssnack. Und ihr seht, das haben wir ja schon am Mittwoch letzte Woche gehabt. Am Montag gab es bei mir wieder so einen leckeren Gemüseteller. Einfach Blumenkohl. Dann ist diesmal Rosenkohl noch dabei, Brokkoli, Möhren und wieder Feta und Gewürze oben drüber. Esse ich am Abend echt sehr gern, weil es relativ,
relativ leicht ist und trotzdem mit diesem Feta einfach richtig gut schmeckt. Ich wollte euch eben schnell mein Frühstück zeigen. Heute ist Dienstag. Ich muss jetzt auch gleich los, deswegen geht es ganz schnell. Ich habe auch noch meine Zahnspange drin. Tut mir mega leid. Bei mir gibt es heute wieder zwei Brote. Einmal dieses Mehrkornbrot aus dem Aldi mit Avocado und Käse. Und dann nochmal zwei so Dinkelbrote aus dem Rewe wieder mit Frischkäse. Dann gibt es noch eine Mandarine, Paprika, eine halbe gelbe und drei Tomaten. Nicht wundern, dass ich das immer extra einpacke. Ich finde immer, die Paprika hat so einen ziemlich starken Geruch und irgendwie riecht dann immer die ganze Brotbüchse danach. Und schmeckt gefühlt auch danach, deswegen packe ich immer die Paprika extra. Sorry wegen dem Plaster. Und dann gibt es noch einen Apfel und ich muss jetzt ganz schnell los. Seht, als ich am Nachmittag aus der Schule zurück war, gab es bei mir noch eine Schüssel Joghurt, eigentlich wie fast immer, mit einer zerdrückten Banane, Apfel, Haferflocken, Zimt und gepufftem Dinkel. Und wahrscheinlich auch eine Tasse Tee. Und zum Abendessen habe ich ein bisschen reingehauen, weil ich liebe das einfach sehr. Tomate, Mozzarella. Ich mache da immer einen ganzen Mozzarella, schneide den in Scheiben, esse dann den Rest meistens immer so davon noch, weil die Ränder einfach am geilsten sind. Ja, dann ist noch ein bisschen Olivenöl dabei, Salz und Pfeffer. Und obendrauf, das ist Tiefkühl-Basilikum, weil wir keinen frischen da hatten. Und schmeckt auf jeden Fall richtig lecker. Davon habe ich bestimmt die Hälfte gegessen, weil meine Eltern haben was anderes gegessen und die haben dann nur so ein paar davon genommen. Deswegen habe ich da die Hälfte von gegessen. Dazu gab es noch ein bisschen Radieschen und Gurke, ihr seht's. Und mein richtiges Abendbrotessen dazu waren dann noch zwei Scheiben Vollkorntoast. Dann ein bisschen Paprika, wahrscheinlich der Rest von dem, was ich schon genascht habe. Und das habe ich mir einmal, also die Toast einmal bestrichen mit Avocado und das Ei draufgelegt und Salz und Pfeffer. Und auf das zweite Toast habe ich dann noch das restliche Ei gegeben und dann habe ich mir dort so diese Tomate, Mozzarella, Scheiben draufgelegt. War auf jeden Fall ein sehr leckeres Abendessen und werde ich wahrscheinlich demnächst mal wieder öfter machen, weil es echt sehr, 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 sehr lecker ist. Ja, dann war's das mit meinem Food Diary. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bald beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.